Hallihallo, liebe Leute. Ja, ich sehe schlimm aus. I know. Aber wir fliegen jetzt. Das ist die meine Schwester da drüben. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt, in der beigen Jacke. Wir fliegen nach Barcelona und zwar zu ihrer Hen Night, also sowas wie Junggesellenabschied. Genau so, und das ist sie. Ihr kennt sie aus einem anderen Video. Und es ist jetzt einfach mal 4 Uhr irgendwas oder halb 5 schon und ich bin einfach ja, so fertig. Ja, halb 5, ey. Aber egal, wir fliegen nach Barcelona. Ja, man, oh, gar nicht geschlafen. Gott, das ist meine andere dort. Schwester. Wir gönnen Zeit. Ja, wir gönnen und uns ein bisschen was. Seht ihr sie? Ich kenne es sehr. Ist easy. Wir sehen uns dann in Barcelona als Sonderfreundin. Sie ist noch beim Check-in oder was weiß ich bei dieser Kontrolle. Ja, wir gehen nach Barcelona. Und ja, yay! Ventura. Das ist cool. Was? Freuen uns. Da sehen wir uns später, Leute. Und ich weiß, ich sehe so schlimm aus, aber ich fühle mich auch so schlimm, wie ich aussehe. Muss ich doch mit aussehen. Genau, und das ist Susi. Sie kommt auch noch mit. Wir gönnen uns. Susi, sag mal hallo auf YouTube Channel. Hier drüben. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen gar nicht. Zu meinem Hallo, Channel. Naja Leute, wir sehen uns dann später. So, Leute, also, wir sind jetzt da und ja, das ist der spanische Flughafen in Barcelona, der Flughafen. Wir suchen jetzt den Bus oder den Zug oder was auch immer. Das ist Richtung Hotelbring. Oh, ich bin so erschöpft. Ich habe auch noch so Hunger. Einfach seit heute Morgen aufstehen, nichts gegessen. Wir hatten einen Kaffee und dann war es das eigentlich auch schon gewesen. Und ja, ich denke und weiß, dass man mir meine Müdigkeit und alles ganz schön ansieht. Und das ist hier der Flughafen. Sie lächelt, als ob jemand gesagt hat, lächel nicht. Was? Lächel nicht. Hat sich mal eingeladen. Ja. Leute, wir sehen uns, wenn ich im Apartment bin, dann zeige ich euch das mal, wo es ist und wie das alles ausschaut. So, also wir sind endlich angekommen. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch das Apartment zeige. Ich fange am besten hier an der Tür an. Hier sind wir reingekommen. Und zack, ist hier der Flur, ja. Hallihallo. Und dann haben wir hier das erste Schlafzimmer. Für zwei Personen mit Spiegel und allem. Schön, wunderschönen Schrank und allem. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir in eine so schöne Wohn- und Essraum. Hier schön mit Fernseher, Aussicht. Und hier die kleine Küche. Die ist so süß. Ich finde das so süß. Oh, ich wünschte, das wäre meine Wohnung. Schön, wa? Ja, total schön. Und hier, was ich richtig schön finde, ganz ehrlich, da geht mir mein Herz auf. Hier sind einmal die Schränke, sind nochmal hier unten Schränke. Noch so ein riesiger Schrank und dann kann man sich hier so hinsetzen und rausschauen. Schaut mal. Ist richtig gut gemacht. Schön. So, voll cool. Naja, auf jeden Fall ist hier halt dieses Wohnzimmer. Wie ihr seht, da vorne ist man reingekommen und hier, schaut mal, eine kleine Mikrowelle und sowas. Und dann ist hier eine Dusche, schaut mal, wie schön die Dusche ist. Oh, ich liebe Duschen. Ach, die Dusche ist so schön. Direkt heute duschen. Und hier ist das zweite Zimmer. Das ist schön, aber das zweite Zimmer. Und hier, also der Ausgang ist hier, glaube ich, zum Hof. Okay, der Hof ist jetzt nicht so dolle. Da hängt ja noch eine Socke dran, hat jemand vergessen. Ups.
Und hier ist noch ein zweites Bad. Ist das geil? Einfach mal ein zweites Bad. Ach, auch wieder mit Dusche. Oh, ich liebe Duschen. Genau, voll cool. Also echt, wow. Wir haben es schon im Internet gesehen gehabt und dachten, echt, das wird bestimmt schön. Und jetzt, guck mal, da oben auch schön geschmückt. Und dann haben die, ja, weil meine Schwester ja heiratet und so, und das gehört ja zur Hen Night, haben die uns Champagner gegönnt und lecker Erdbeeren, so einen kleinen Korb fertig gemacht mit einer schönen Karte an meine Schwester. Ballons haben die aufgepustet. Richtig cool. Ja, das war jetzt mein Apartment-Tour. Ich wünschte, ich könnte hier leben, aber geht leider nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich Todeshunger. Wir werden jetzt gucken, wo wir was zu essen herkriegen können. Und dann vielleicht nehme ich euch mit, vielleicht auch nicht. Mal gucken, weil ich habe Todeshunger. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und wir sehen uns dann später. So, Leute, jetzt bin ich wieder da. Ja, ich habe einen Tag lang gar nicht gefilmt oder sowas. Aber weil, ihr müsst wissen, diese Kamera, die ich momentan besitze, die ist unnormal schwer. Und ja, aber heute werde ich doch noch ein bisschen filmen für euch, ein bisschen vloggen, weil wir jetzt, also heute reisen wir ab, heute um 18 Uhr müssen wir am Flughafen sein und jetzt haben wir, es ist jetzt kurz vor, es ist 11:30, wir fahren jetzt in einen richtig berühmten Park, ich werde euch hier unten oder so hinschreiben, wie der heißt, wenn ich das weiß. Und ja, fahren jetzt in diesen berühmten Park und gucken ihn uns an. Wir haben gerade unsere Luggages weggebracht, voll cool. Wir ziehen unsere ganzen Koffer in so einem Locker drin für 12 Euro. Ist voll günstig. Viele haben gesagt, so Spanien ist voll teuer, bla bla bla. Aber teilweise ist es günstiger als in Deutschland, so ein paar Sachen. Ja. Und ja, das werden wir machen. Jetzt sind wir hier. Ganz ehrlich, Leute, ich habe keinen Plan. Wir hängen hier rum, ich weiß immer nicht, wo wir sind. Gucken jetzt hier nach ein paar Postkarten. Ich will nämlich eigentlich auch welche, aber irgendwie gefallen die mir alle nicht. Ja? Ah ja, ich wollte mir einen Anhänger holen für mein Auto, also für meinen Autoschlüssel. In meinem Buchstaben easy, wie viel kosten die hier? Da steht kein Geld dabei. Nee? Ich wollte so einen Buchstaben haben, aber warum steht da kein Geld? Buchstaben. Doch, hier unten. Die ist so groß. Ja, aber schnell reingreifen. Wo wollen wir? Ja, also wir haben jetzt hier nichts gefunden, also laufen wir einfach mal weiter und schauen weiter. Ey, aber die Karten, Mini? Ich finde, die haben was. Naja. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer, oder ich habe diesmal so eine riesen Tasche mitgenommen. Ich habe aber auch keine andere. Ich habe nur diese eine riesen Tasche. Und ja, es geht bei denen ja ab. Ganz ehrlich, nur weil die nicht Auto fahren können. Schaut mal. Was ist los mit denen? Oh, heute ist so einer, obwohl gestern war es auch richtig gutes Wetter, aber danach hat es geregnet, deswegen war dann total im Arsch. Heute ist wirklich einer der wärmsten Tage und wir gehen heute. Like, warum? Wir kamen an, es hat so echt geregnet. Und jetzt, wo wir gehen, ist das Wetter top. Naja, was soll's. Damit mein Akku nicht bald im Arsch ist, würde ich mal sagen, Leute, ich filme weiter, wenn wir im Park sind. Weil hier muss ich mich auch konzentrieren, ne? Concentration, dass keiner in meine Tasche reingreift und was kauft. Ja, weil meine Tasche halt so riesig ist. So, als hätte ich sonst nichts zu tun, nehme ich so eine scheiß riesige Tasche mit. Ohne Sinn, aber naja. Whatever. Wir sehen uns dann. So, also, wir sind jetzt gerade ein Stück gefahren. Aber mit der Tram, nicht Tram, mit der U-Bahn hier. Und mit einem Bus, der kleiner war als mein Leben. Aber gut. Ich zoome mal raus, genau. Ja.
und jetzt sind wir halt gleich da, aber wir sind halt in so einer Gegend, so einer Berggegend, würde ich sagen, weil die Straßen sind ja alle so unnormal steil. Es ist schon ein bisschen anstrengend zu laufen. Ja, aber wir müssten gleich in diesem Park sein. Und schaut mal zur Seite, wie schön da hinten die Berge und so. Eieiei. Ah, ist schon todesanstrengend, Leute. Aber schaut euch mal das an. Schaut euch mal an, wie das aussieht. Mit den Häusern, voll schön. Da hinten die Berge. Und das mit dem Steil, schaut euch mal an, bis wo runter die Straße geht. Das ist einfach so steil. Bisschen anstrengend, aber schafft man. Schafft man. Ja, und jetzt laufen wir gleich rein in den Park. Wollen wir rein in den Park? Guck mal, hier ist ein Hundepark. Kira sollte da hin. Voll? Muss viele Sachen löschen. Oh Gott, und heute ist auch noch einer der wärmsten Tage, seitdem wir hier sind. Und jetzt müssen wir auf so steile Berge laufen. Richtig perfekt. Passt richtig gut. Puh, mal sehen, vielleicht gibt es irgendwo was zu trinken. Und meine Kamera ist auch so schwer, meine Hand tut jetzt schon weh. Ich werde euch so viel wie möglich versuchen zu zeigen. Und wenn nicht, dann nicht. Was heißt geradeaus? Geradeaus da runter oder hier hoch? Das sah jetzt eigentlich aus wie... Ja, jedenfalls sind wir schon da. Ja, das ist alles dieser Riesenpark. Alles dieser Riesenpark. Keine Ahnung, ob wir hier Tiere sehen werden, aber naja. Das ist jedenfalls dieser Park, der berühmte, den man gesehen haben muss. Irgendwie. Was denn? Warten. Kein interessiert, was du gerade da machst. Doch, mein Zuschauer interessiert das, was wir hier so machen. Hallo und herzlich willkommen an meinem Channel. Klappe. Hallo, meine Lieben. Nur weil ihr kein Leben habt, ich war, Leute. Ja, nur weil die nicht so tolle Abonnenten haben wie euch. Oha, wenn man hier runterfällt, ist direkt tschüss. Dann kann man nicht Berlin tschüss sagen, wenn ich da runterfalle. Berlin mit alles. Aber dann werde ich eingeflogen mit dem Helikopter, dauert nicht so lange. Aber hast du die Frage? Ist dann extra special. DRK, was ist los mit denen? Ich habe jahrelang da eingezahlt. Reiseversicherung, du. Trotzdem DRK, ich bin doch versichert, wir sind immer noch in Europa. Nein, Dauerversicherung, nein, Leute, merkt euch das. Oh, hier stinkt es aber. Nach Blumen? Nee, nicht nach Blumen, irgendwie nach Katzen. Das alles macht doch keinen Ja. Leute sollen doch wissen, wie es hier riecht. Ich will die Leute nicht belügen. Immer ernst bleiben, Leute. Und ehrlich. Stinkt, also sage ich euch das auch. Wonach, weiß ich nicht. Aber stinkt und mein Arm fällt gleich ab, weil diese Kamera todesschwer ist. Oh, ganz schön anstrengend. Oh Gott, wenn wir doch nur in der Stadt geblieben. Scheiße. Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir hier rumlaufen werden. Aber ich habe euch ja erzählt gehabt, dass ich mir jetzt bald eine neue Kamera hole. Und dann werde ich auch anfangen zu vloggen. Weil mit der, die ich jetzt habe momentan, ist einfach, die ist schwer. Das ist die Samsung NX3000. Googelt die mal und dann wisst ihr, wovon ich rede. Warum man nicht dauerhaft mit der vloggen kann. Wenn sie so auf meinem Stativ ist, ist es ja locker flockig. Ich mache sie ja rauf und filme mich selbst dann. Aber so ist einfach hart. Ey, da ist Wasser irgendwo. Hört ihr das nicht?